Wir haben noch einen super Redner da, der möchte noch 3 Minuten was dazu sagen. Herr Dr. Mayer Brix aus Erlangen. Wichtiges Thema. Danach, wenn er gesprochen hat, gleich Kreisformation bilden. Genau. Macht schon mal einen Kreis. Er fängt zu reden an. Um ihn herum. Ja, vielen, hört man mich? Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag, den ich als Arzt auch nur absolut bestätigen kann. Jedes Wort. Das blöde Coronavirus hat inzwischen nach Aussagen von Professor Drosten sich ja schon mutiert in 2 verschiedene Formen. Das kommt uns bezüglich Impfstoffschwierigkeitsentwicklung durchaus entgegen. Aber was ich kurz sagen wollte, ich kriege immer mehr Anschreiben wegen dieser Masernimpfung und habe gerade bei einer jungen Lehrerin erlebt, die halt bis Ende Juni nachweisen muss, dass sie immun ist, sonst kriegt sie Probleme, ihr Referendariat weiterzuführen. Und wir haben da ihren Antikörpertest durchgeführt auf Masern, der erstaunlicherweise relativ stark positiv war. Also bevor Sie sich irgendwie impfen lassen müssen, bitte bezahlen Sie eben selber einige Euro, um diese Antikörper bestimmen zu lassen. Denn es geht nicht nur darum, diese Impfung zu vermeiden. Wenn jemand wie diese Lehrerin, die hatte also der Normwert, muss unter 20 sein, wenn man nicht geimpft ist und sie hatte 300, das kann auch zu einem Booster-Effekt führen. Das heißt, wenn Sie dann geimpft werden, haben Sie genau diese Überreaktion des Immunsystems. Auf jeden Fall 100. Vielen Dank.